los. Passen Sie auf sich auf. Ich war früher beim Sicherheitschef. Ich könnte selbst heraus. Wir suchen immer Leute. Ich mein's ernst. Wo schreibe ich mich ein? Red mit Joe. Sie wissen, dass Sie es wollen. Agent, wir haben Funksprüche des LMB abgefangen. Offenbar haben Sie dieselbe Botschaft des Immunologen erhalten wie wir. Durchsuchen Sie das Konsulat und finden Sie ihn. Wir melden uns, wenn wir mögliche Verstecke identifiziert haben. Ein neuer Agent tritt Ihrem Team bei.
Ein Agent hat ihr Team verlassen. Ein Agent verlässt ihr Team. Agent, wir haben Funksprüche des LMB abgefangen. Offenbar haben die dieselbe Botschaft des Immunologen erhalten wie wir. Durchsuchen Sie das Konsulat und finden Sie ihn. Wir melden uns, wenn wir mögliche Verstecke identifiziert haben.
Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Reset. Press. Reset. Ein Agent hat ihr Team verlassen. Ein weiterer Agent ist Ihrem Team beigetreten. Division-Agent getroffen. Warnung, ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige Hilfe.
vergessen. Position. Sofortige Hilfe.
nähern sich ihrer Position.
Feinde nähern sich ihrer Position. Feinde nähern sich ihrer Position. Leider auch nicht genau, wonach sie suchen müssen, Agent. Aber Tschernenko wird trotz allem irgendwie gearbeitet haben. Also Notizen, Tagebücher, alles in der Art. Halten Sie die Augen offen, okay? Thank you.
ShakeTech registriert viel Hardware. Was wollen die Russen bloß mit so viel Rechenkapazität? Unter normalen Umständen spionieren. Jetzt wird Tschernenko die Prozessoren nutzen, um analytische Modelle des Virus durchzuspielen. Wenn sie Computer sehen, mitnehmen. Vielleicht befindet sich seine Arbeit darauf. Achtung! Zugriff auf Netzwerk. Zugriff erfolgt. Uplink wird eingerichtet. Wir ziehen uns seine Daten runter. Was ist das, Doktor? Das sind gemappte RNS-Dateien. Ich weiß nicht, wofür sie gut sind, aber das sind Unmengen von Tschernenkos Genomdaten. Agent, ich brauche diese Daten, und zwar alle. Warnung. Gegenmaßnahmen entdeckt. Beginne. Warnung. Netzwerkprivilegien entzogen. Was ist los? Agent, die Übertragung stoppt. Wir wurden gehackt. Agent, was es auch war, es wurde ShadeTech eingesetzt. Das heißt, irgendjemand in Ihrer Nähe nutzt diese Technik. Das macht Sie zu unserem neuen Ziel. Holen Sie diese Technologie zurück und Tschernenkos Daten gleich mit. Mit allen verfügbaren Mitteln.
Analysiere Sicherheitssystem. System analysiert. Sicherheitsprotokolle deaktiviert. Sicherheitstüren geöffnet.
Empfange LMB-Funkspruch. Coyote One, hier Hornet, kommen. Hornet, hier Coyote One, ich höre. Der Alarm am Hauptrechner wurde ausgelöst, ich bin unterwegs. Unnötig, Sir. Der Ivan sitzt in einem gesicherten Raum, aber er hält nicht mehr lange durch. Die JTF ist auch hier, aber die ist kein Problem. Das ist nicht die JTF, ich bin unterwegs. Hornet, Ende. Einrichten, dass er mich hört? Vitali, hier ist Dr. Jessica Candle aus New York. Wir haben uns in Innsbruck getroffen. Ich kenne Sie und Sie kennen meine Arbeit. Dr. Candle, haben Sie meine Daten? Sind Sie in Sicherheit? Vitali, wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Können Sie die Tür öffnen? Okay, ich... Vitali, was ist passiert? Das war eine Sprengladung. Bewegung, Agent! Zugriff auf Sicherheitssystem. Zugriff erfolgt.
Empfange LMB-Funkspruch. Ihr Hornet-Boss, ich habe Chernenko und seine Daten vom Server gezogen, bevor die JTF drauf zugreifen konnte. Wir sind startklar. Gut. Was ist mit unseren Freunden? Sind in der Nähe. Gefechtserlaubnis? Bewilligt. Mal sehen, aus welchem Holz die zweite Welle ist. Bitte! Jetzt gibt es Bewegung und Nachladen!
SHD-Technologie entdeckt. Synchronisiere mit SHD-Signal. Zugriff auf Datenbestand. Beginne Datenübertragung. SHD-Tech, dieses Agenten. Die Analyse wird Tage dauern, aber da ist etwas. Etwas Ernstes. Gut, dass ich das erhalten habe. So gut auch nicht. Die haben uns Tschernenko vor der Nase weggeschnappt. Ich habe seine Notizen. Ihn brauche ich nicht, zumindest noch nicht. Das Material ist wirklich ausgezeichnet. Ein Agent verlässt ihr Team.
Gut, dass sie rechtzeitig am Kraftwerk waren, damit die Lichter anbleiben. Wir suchen immer Leute. Ich mein's ernst. Wo schreibe ich mich ein? Ich rede mit Joe. Was kann ich für Sie tun? Von den Flaschen könnten wir jetzt welche gebrauchen. Tut mir leid, dass das kein Cordon Bleu ist. Diese Ware ruft geradezu nach ihm. Und, was gefällt Ihnen hier? Schade, dass Sie nichts gefunden haben. Lasst uns auf unser Team anstoßen. Ich freue mich schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Hey, gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Wir hatten so viel zu tun, dass wir uns nicht mal koordinieren konnten. Ich glaube, jetzt werden wir leichter den Überblick behalten können. Außerdem, naja, mag ich euch. Was will man mehr? Ach, ich bin so dankbar. Ausrüstung für die Straße, nur hier. Ich wünschte, ich könnte mich revanchieren. Willkommen zum nächsten Scheißtag. Kommen Sie und schauen Sie! Thank you.
Gebet. Die habe ich schon in Aktion gesehen. Echt schlimm. Wenn man als Feind erkennt, muss man mit einem Wischmopp vom Boden gekratzt werden. GPS sagt, sie sind ganz nah an der Kommzentrale. Passen Sie auf, dass man sie nicht zu früh bemerkt. Der Sendemast muss auf dem Dach sein. Wahrscheinlich sind auch ein paar Wartungstypen oben. Er meint Pioniere. Die sind wachsam, gut ausgebildet und vergleichbar wie wir ausgestattet. Das LMB hat bei der Ausrüstung seiner Leute nicht gespart. Alles
Datenlöschung. Bestätigung. Überschreibe Daten. Es wird Zeit herauszufinden, ob das Last Man Battalion Rückschläge abkann. Achtung! Daten wurden überschrieben. Überhitze Prozessor. Schalte Kühlung aus. Sequenz vollständig. Superdaten ersetzt und Prozessor zerstört. Okay, folgendes. Sie sind jetzt am Waffendepot. Sobald Sie die Tür eintreten, sind Sie auf sich allein gestellt, bis ich Verstärkung schicken kann. Also passen Sie gut auf, denn es wird ziemlich heiß hergehen. Das sollten wir untersuchen. Gute Nachricht. Verstärkung ist zu Ihnen unterwegs. Wir haben den ersten Turm passiert und rücken schnell vor. Ihre Verstärkung hat eben die Hälfte des Tunnels passiert. Halten Sie durch. Die Verstärkung ist gleich da.
Gute Arbeit, Agent. Sie sind noch bei der Durchsicht, aber die JTF dürfte von den erbeuteten Waffen noch lange zehren. So wird's gemacht. Sie haben diesen LMB-Schwachköpfen mächtig eingeheizt. Machen Sie weiter, dann gehen die unter. Also gut, wir sichern die Umgebung, und zwar pronto. Transport, ich brauche eine Aufstellung aller Geschütze hier und eine Prioritätenliste für den Abtransport. Sir, ja, Sir. Alle anderen sichern die Umgebung. Ein Agent hat ihr Team verlassen. Ein Agent verlässt ihr Team. Thank you.
Hey, gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Leider kann ich Ihnen keine Tüte dafür geben. Die Top-Adresse der Stadt. Sehen Sie her. Schauen Sie! Gibt's irgendwas, das Sie brauchen? Man glaubt's nur, wenn man's sieht.
kommen Sie und schauen Sie. Man glaubt's nur, wenn man's sieht. Adresse der Stadt. Sehen Sie her. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Sehen Sie sich das an. Das beste Sortiment der Stadt. Ihrer guten Arbeit. Sieht viel besser aus. Das Gebiet ist echt ruhig. Kämpfen Sie weiter für das. Bleiben Sie cool da draußen. Einer spielt hier den Helden. Gibt's irgendwas, danke, dass Sie Captain Benitez den Arsch gerettet haben. Nun, wir haben beide reichlich zu tun. Wir reden später. Wir sehen uns. Hudson Yards ist dank Ihnen nicht in Flammen aufgegangen.
Schade, dass Sie nichts Interessantes gesehen haben. Werfen Sie einen Blick drauf, bevor alles weg ist. Hey, man glaubt's nur, wenn man's sieht. Jetzt, wo das LMB weg ist, können wir alles wieder aufbauen und wie kann ich das sagen? Fehlt Ihnen noch irgendwas? Wie ich höre, sind die Ausbrecher unschädlich gemacht. Hoffentlich stimmt das auch. Sehen Sie sich an. Ich hatte gehofft, was verkaufen zu können. Sie verpassen was.
Rücken ist total im Eimer. Ich brauche dringend Schmerzmittel. Okay, ich gehe wieder in die Arbeit. Okay, Agent. Nehmen wir an, das JTF-Team ist tot, weil, naja, machen wir uns nichts vor. Kümmern wir uns also um die Lebenden. Sie müssen diese Rikers aus dem Gebäude vertreiben, weg von meinen Generatoren. Und seien Sie vorsichtig. Die sind äußerst temperamentvoll und stehen unter ziemlich hohem Druck.
Okay, Agent. Nehmen wir an, das JTF-Team ist tot, weil wir es also um die Lebenden. Sie müssen diese Rikers aus dem Gebäude vertreiben, weg von meinen Generatoren. Und seien Sie vorsichtig. Die sind äußerst temperamentvoll und stehen unter ziemlich hohem Druck. Lebensmüde. Sie wissen, wie es mit ihnen umgeht, oder? Der Schnüffler in ihrer Shade-Tech müsste sie direkt zu ihnen führen. Sieht so aus, als hätten wir eine neue Bude, Leute. Wir sollten ja mal richtig die Sau rauslassen. Ich kann mir vorstellen, der Ort ist ziemlich beliebt bei der JTF. Die glauben, wir servieren ihnen die Schlüssel zur Stadt auf einem Silbertablett. Quatsch! Zeig denen, wer das sagen hat. Ihr atmet immer noch. Scheiße, stimmt ja, ihr könnt nicht sterben, weil ihr nicht gut seid. Weißt du? Bloß ist das hier kein Film, Cowboys. Das ist jetzt unsere Show. Hier geht's nicht darum, auf welcher Seite man steht. Es geht um Strom. Ihr braucht ihn, die ihr habt. Und es kann damit machen, was ich will. Ein großer Knall. Mehr schreibt sie nicht. Die ganze Stadt ist wieder im Mittelalter, denn wenn wir ihn nicht kriegen, kriegt ihn keiner. Lorraine hat völlig recht. Da draußen gibt es nur das, was sich nennt. Wir haben uns dafür genommen und geben es nicht zurück. Als ihr es wagt, rasten wir aus mit einem hübschen, großen Knall. Lasst uns in Ruhe, dann haben es alle schön warm heute Nacht. Wenn nicht, sterben alle im Dunkeln.
entschärft. Keine weiteren Vorrichtungen entdeckt. Schön, dann räumen Sie mit den Arschlöchern auf. Sobald es halbwegs sicher ist, lasse ich ein Team eine Bestandsaufnahme von der Anlage machen. Ah, sieht aus, als hätten die Cowboys alle Bomben entschärft. Ist schon okay, daneben Plan B. Zeit, den Laden zu demolieren. Schlagt alles kurz und klein, sorgt für einen Kurzschluss. Macht alles kaputt, dann feiern wir in der Hölle weiter. Das klingt nicht gut. Wenn die genug Druck im Turbinensystem aufbauen, tja, dann geht das ganze Kraftwerk hoch. Vielleicht der ganze Block. Okay, bei diesen alten Kraftwerken war nicht alles automatisiert. Und es gibt manuelle Sicherheitsventile. Finden und öffnen Sie sie, um Druck abzulassen. Sofort wäre gut. Was habe ich gesagt? Die Generatoren können dem Druckanstieg nicht lange standhalten. Sie müssen den Druck ablassen, sonst werden das Kraftwerk und ein Großteil von Stoytown von der Karte gefegt. Wir haben reichlich Druck abgelassen, aber er steigt immer noch. Eine völlige Abschaltung ist nur in der Schaltzentrale möglich, also gehen Sie schnell dahin.
Kommando! Nichts ist explodiert und die Sirene jault nicht mehr, also sieht es wohl ganz gut aus. Ein Team ist bereits unterwegs, um die Schäden zu beheben. Für sie gibt es nichts mehr zu tun. Sie können abziehen. Fertig machen.
lassen Sie sich nicht um die Ecke bringen. Werfen Sie einen Blick drauf, bevor alles weg ist. Tut mir leid, dass das kein Cordon Bleu ist. Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Verstanden, gut zu hören. Habt ihr die Zahlen für Phase 2 der Säuberung der Hudson Yards? 263 infiziert. 47 vielleicht, aber aktuell ohne Symptome. Wiederhole, 263 infiziert. Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Ein neuer Agent hat sich Ihrem Team angeschlossen. Aktives Echo-Signal geortet. Etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus und es passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, Sie glauben doch nicht. Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen, zu überleben? Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Viel Glück, Agent.
Kontamination steigt. Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich denke, Sie sind nicht tot. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle ended. Alarm! Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Wofür sind wohl diese... Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten.
Agent. Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren. Ja. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent. Team, hören Sie mich? Hier, Pater. Wir hören Sie, Doktor. Ah, Lieutenant. Gut. Hören Sie. Ich brauche zu jeder Probe Daten über den Trend. Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Entschuldigung, Doktor. Aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Vertrauen in Ihren Agenten. Dr. Kendall an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Wir kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschheit. Verstanden, Doc. Patel Ende.
Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Agent. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also, Probenteam. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Passen Sie auf sich auf. Ich wünschte, ich könnte selbst daraus. Mist. Was muss man tun, damit dieses Scheißteil funktioniert? Hey, was darf sein?